Hallo zusammen, hier ist wieder der Maximilian. In diesem Video möchte ich jetzt meinen Kurs vorstellen. Zuerst mal dazu, warum dieser Kurs hergestellt wurde. Ich habe im Jahre 2013 im April die Matura in Mathematik geschrieben. Damals war ich 9 Jahre alt. Das hat ziemlich viel Aufmerksamkeit auch in den Medien erregt und ich habe mich daraufhin entschlossen, einen Kurs herzustellen, der den gesamten Matura- bzw. Abiturstoff der Mathematik abdeckt. Dieser Kurs wurde im Rahmen von Diplomero hergestellt und damals kostenpflichtig ins Internet gestellt. Da jetzt aber die Schulen alle wegen des Coronavirus geschlossen sind, habe ich mich entschieden, den gratis ins Netz zu stellen. Ich komme jetzt zu den Themen des Kurses. Es gibt bei der Matura der Mathematik eigentlich 3 wichtige Themen. Diese sind nämlich Analysis, Vektorgeometrie und Stochastik bzw. Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ich komme mal zu allen 3 Themen einzeln. Zuerst mal zur Analysis. Die Analysis behandelt grob gesagt die Abhängigkeit zweier Größen voneinander. Zum Beispiel die Temperatur in Abhängigkeit von der Tageszeit, der Sonnenaufgang in Abhängigkeit vom Datum oder zum Beispiel der Gewinn eines Unternehmens in Abhängigkeit vom Umsatz. Die Vektorgeometrie befasst sich mit den geometrischen Eigenschaften von Geraden und Ebenen im Raum. Bei der Matura geht es meistens um den dreidimensionalen Raum, ja, aus naheliegenden Gründen. Zum Beispiel behandelt die Vektorgeometrie die Frage, ob sich 2 Geraden oder eine Gerade und eine Ebene im dreidimensionalen Raum schneiden oder nicht. Außerdem ist die Frage zum Beispiel, wie groß der Abstand zweier Geraden voneinander ist, wie groß der Abstand zweier Punkte ist, wie lang eine Strecke ist im dreidimensionalen Raum und wie zum Beispiel der Winkel zweier Geraden zu bestimmen ist im dreidimensionalen Raum. Das sind alles Fragen der Vektorgeometrie. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung bzw. die Stochastik beschäftigt sich mit der Wahrscheinlichkeit bzw. also mit der Wahrscheinlichkeit, mit der Chance quasi, dass Ereignisse eintreffen. Ja? Und da geht es meistens um Ereignisse, die wiederholt eintreten und man versucht, basierend auf vorangegangenen Beobachtungen, die zukünftigen Wahrscheinlichkeiten quasi zu berechnen. Also zum Beispiel, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass in einer Klasse von, sagen wir, 10 Schüler/Schülerinnen 2 Leute an demselben Tag Geburtstag haben? Oder wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, im Lotto einen Sechser zu gewinnen? Ja? Und das sind natürlich alles Beispiele, die jetzt nicht groß überraschend sind, aber wenn man noch in der 11. Klasse ist, denke ich, ist es noch nicht klar, zum Beispiel, wie berechnet werden kann, was die Wahrscheinlichkeit ist, einen Sechser im Lotto zu erhalten. Da geht es dann in die Richtung hypergeometrische bzw. binomiale Verteilung. Das behandle ich auch alles in meinem Kurs. Was ist mein Vorgehen? Also im Prinzip richtet sich der Kurs vor allem an Schüler und Schülerinnen der Klasse 12. Denn im Prinzip geht es hier um die schnelle Matura-Vorbereitung, ist klar. Deswegen lade ich den Kurs jetzt auch hoch. Ich meine, im Moment sind wir gerade an einem Zeitpunkt, wo die Matura bald ansteht. Da geht es mir vor allem darum, dass die Matura-Vorbereitung schnell vonstatten geht. Deswegen kümmere ich mich in meinem Kurs eigentlich ausschließlich um Themen der Mathematik, die direkt mit der Matura in Verbindung stehen. Ja? Zum Aufbau meines Kurses. Mein Kurs besteht insgesamt aus 28 Blöcken bzw. Lektionen, die alle ca. 10 bis 20 Minuten gehen. Ja? Also das sind 10 bis 20-minütige Videos, und zwar 28 von denen. Insgesamt ist das also ein 4,5-stündiger Kurs, mehr oder minder. Und der Aufbau ist, die Hälfte ungefähr ist Analysis, 30% sind Vektorgeometrie und der letzte Fünftel, also 20%, sind Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Die Videos habe ich alle bei YouTube hochgeladen und ich habe zu jedem der 3 Themengebiete eine Playlist erstellt, die auch in der Beschreibung verlinkt sind. Noch eine letzte Bemerkung. Das Wichtigste bei der Mathematik sind die Aufgaben. Ja? Ich habe eine Reihe von Aufgaben, werde ich sammeln und werde ich auch noch publizieren. Und wirklich, Mathematik kann man nur durch Lösen von Aufgaben erlernen. Ja? Ich denke, das ist wichtig. Es geht wirklich darum, dass man das, was man gelernt hat, versteht, indem man es einsetzt, indem man Aufgaben löst. Das ist sehr, sehr wichtig. Und wer, denke ich, keine Aufgaben löst, der hat dann auch Mühe bei der Matura, denke ich. Und deswegen werde ich eine Reihe von Aufgaben noch in der Zukunft publizieren, zu allen 3 Themengebieten. Im Prinzip werde ich zu jeder der 28 Lektionen eine Reihe von Aufgaben zusammensammeln. Ich kann einige Bücher noch empfehlen. Es gibt in meiner Liste, die auch in meinem Blog-Eintrag zu diesem Video publiziert ist, gibt es eine Liste von Büchern, zum Beispiel Lambacher Schweizer, Grundlagen der Mathematik, gibt es einige Bücher, die ich sehr empfehlen kann. Ja, jetzt zuletzt kann ich sagen, mein Kurs ist vielleicht nicht vollkommen fehlerfrei. Wenn ihr Fehler findet, könnt ihr mir das natürlich gerne sagen. Und sonst würde ich sagen, tschüss, bis zur ersten Lektion.